Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag über den Videokonferenzvergleich. Es gibt sehr viele Probleme mit unterschiedlicher Videokonferenzsoftware. Häufig wird die falsche Software für den falschen Job benutzt. Also zum Beispiel benutzt man dann in der Schule irgendwie Discord oder so, was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Oder dann zu Hause benutzt man dann irgendwie, um mit der Familie zu kommunizieren, Big Blue Button. Das gehört sich natürlich nicht, eigentlich gehören Big Blue Button in die Schule und Discord gehört eher so ins Privatleben. Und wir haben ein Programm geschrieben, was einem die Software empfiehlt, die für den derzeitigen Nutzen am besten ist. Genau, unsere Idee war eben, einen Fragebogen zu erstellen, wo eben genau die Bedürfnisse erfasst werden und dann am Ende eben eine möglichst passende Software empfohlen wird. Das können auch manchmal mehrere Softwaren sein, weil zum Beispiel mehrere für einen Use Case gut geeignet sind, sodass eben keine improvisierten Konferenzen mehr entstehen. Hier ist gleich auch schon mal ein kleiner Screenshot von dem Layout. Dazu wird euch Klotzi noch mehr erzählen. Genau. Die Umsetzung haben wir mit STSS, HTML und Flexboxen gemacht. STSS ist eine Erweiterung für CSS und mit CSS designt man die verschiedenen Elemente einer Website. Die ganze Website basiert grundlegend auf HTML und mit den Flexboxen haben wir die verschiedenen Elemente an die richtige Position gebracht. Im Hintergrund benutzen wir Flask. Das ist eine Python-Bibliothek, die eben ermöglicht, mit Webseiten zu interagieren. So sind eben dynamischere und auch schlauere, in Anführungszeichen, Webseiten möglich. Wir nutzen JSON, um die Fragen zu importieren und so auch und so ist das System auch leicht erweiterbar. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Demo. So sieht die Webseite aus. Genau, und dann kann man hier einfach direkt starten. Im Hintergrund arbeitet die Webseite auch mit Cookies, die im Browser lokal gesetzt werden. Genau, die erste Frage wäre zum Beispiel, ob man Whiteboards benötigt. Das bejahen wir. Aber uns ist es zum Beispiel nicht wichtig, alle Schülerinnen auf einen Blick zu sehen, weil wir nur zum Beispiel eine sehr kleine Klasse haben. Genau, und dann wird uns im Ergebnis eben GoToMeeting, Teams oder eben BigBlueButton vorgeschlagen, weil die eben zum Beispiel eine gute Whiteboard-Funktion haben. Aber das waren, wie gesagt, Demo-Fragen und die sind leicht erweiterbar. Genau, man kann auch einfach neu starten, dann werden die Cookies wieder zurückgesetzt. Und wir haben auch einen kleinen Dark Mode implementiert. Stimmt geschaltet. Da seht ihr jetzt auch nochmal den GitHub-Link. Da könnt ihr euch die Software runterladen oder Verbesserungen einreichen. Und ihr könnt, und es geht jetzt eher so an die Jugendhakt-Community. Wir sind auch über Solab erreichbar unter den Namen Klauzi, Jonathan und Konrad. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass ihr eure Software, dass ihr unsere Software jetzt vielleicht arbeiten wird, etwas weiter daran. Und das war's.